Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zur letzten Folge Cities Skylines. Ja, es wird die letzte Folge sein. Ja, es wird die letzte Folge sein. Ich bin fertig mit dem Spiel, so gesehen. Wie gesagt, ich habe alles, was ich erreichen wollte, erreicht. Ich habe eine schöne große Stadt aufgebaut. Und mehr muss ich jetzt nicht machen. Mehr muss ich jetzt definitiv nicht machen. Oder mehr brauche ich jetzt nicht. Ich will noch hier einmal die Stadt komplett, das hier nochmal alles komplett aufbauen lassen. Ist zumindest der Plan. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Und nochmal gucken, was wir alles noch so bauen können. Arztpraxisen. Können wir noch mal eine neue gebrauchen? Irgendwie hier oben? Hier hinten ist ja gar nichts! Achso, die haben alle keinen Strom. Oh, deswegen. Okay. Ja, okay, dann muss ich die. Dann kann ich die wieder abreißen. Der Sound ist ja laut, Alter! Dann machen wir das wieder weg. Ja, die haben alle nur keinen Strom. Wir müssen halt warten, bis die Strom bekommen. Dann ist dort alles fresh. Davon haben wir auch genug da stehen. Polizei dürfen wir auch genug haben. Bildung auch. Davon auch. Universitäten gar keine. Stimmt, da wollte ich ja hier eine hinklatschen irgendwie. Ja, hier so. Und dann hier so. Müssen wir nur warten, bis das Geld fertig ist. Oder bis wir genug Geld haben, meine ich. Wir haben schon 50, fast 50.000 Einwohner. Ist schon. Wow. Kriegen wir wahrscheinlich auch 50.000. Nee, ach, ab 48.000 neuen Dings. Okay, Flugzeuge kriegen wir dann. Okay. Ist ganz cool. Auf jeden Fall. Da ist schon mal ein verlassenes Haus. Ich weiß gar nicht, wie es hier unten so aussieht. Der eine findet, dass die Steuern zu hoch sind. Hier sind wieder ein paar verlassene Häuser. Okay, gut, gucken wir mal. Ja, ich werde jetzt eigentlich in dem Part hier nur noch alles irgendwie ein bisschen hinbauen hier. Ein paar Sachen. Und danach werden wir die Steuern so krass hochziehen, dass kein Mensch mehr Bock hat, hier zu leben. Dann wird die Stadt verlassen und ja. Vielleicht schon hier nochmal ein paar Parks hin irgendwie. Hier. Und vielleicht hier oben oder so. Nochmal hier in die Ecke. Hier unten. Hier. Dort. Dort. Da. Da. Vielleicht nochmal ein hier. So, ja, wir brauchen halt, wir müssen halt warten, bis hier ganz viele Leute eingezogen sind, damit die überhaupt alle wieder Strom haben. Ich weiß gar nicht, wie sieht das mit dem Strom hier aus? Solarkack haben wir hier unten einmal stehen. Das muss ich dann halt alles verbinden, irgendwie. Da kann ich das alles hier auch wieder abreißen. Was ist das nochmal? Kernkraftwerk, stimmt. Okay, was haben wir denn noch an einzigartigen Gebäuden, die wir noch nicht gebaut haben? Ein Expo-Center. Okay, wie viel kostet denn der Scheiß? 100.000 und 125.000. Würde ich wa sagen, warten wir auf die 100.000 und klatschen hier irgendwo das Expo-Center hin. Irgendwie hier. Da so, ja. Ist nah am Bahnhof. Könnte ganz gut funktionieren. Warten wir auf die 100.000, Leute. Warten wir auf die 100.000. Ach ja. Ja, machen wir es mal hier. Gleich haben wir es, gleich haben wir es.
Ja, machen wir, wie es aussieht, 51.000 im Monat. Ist es monatlich? Ja, wöchentlich ist. Oh, wöchentlich. 51.000 wöchentlich ist schon mal ganz geil. Turm der hohen Zinsen. Hat ja eine gute Lärmbelästigung. Ja, es geht. Würde ich sagen, hauen wir den hier hin. Hier so. Ja, hier. Kostet nur 125.000. Ich kann mal gucken, was... Budget. Wir treiben unsere Stadt komplett in den Ruin. Wir hauen hier das Budget einmal komplett hoch. Überall. Zack. Weiter. Weiter. Noch mehr. Hochhauen. Los. Wir haben... Okay, neues, neues Dings. Okay, alles klar. Okay, und Darlehen haben wir eigentlich schon mal. Wir könnten hier noch irgendwas zahlen. Das zahlen wir jetzt und das zahlen wir jetzt. Super. Okay. Jetzt machen wir noch 36.000 wöchentlich. 34.000 wöchentlich. Alter. Einfach weil die halt so viel bekommen. Also die, das Budget halt so übel hoch ist. Ich meine, wie viel haben wir dadurch? Ausgaben. Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben. Gesamteinnahmen. Das sind Einnahmen, ne? Nee, Ausgaben. Ausgaben sind 143.000 wöchentlich. Das ist übel. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber hier entwickelt sich auch langsam. Hier kommen immer mehr Leutchen hin. Bald hat auch alles eigentlich genug Strom, würde ich jetzt mal meinen. Hier, guck mal. Perfekt, wir könnten das jetzt zum Beispiel wieder abreißen. Mann, Alter! Ist das dein Ernst? Irgendwann schlage ich den Typ nochmal deswegen. Er spammt mich immer bei Aufnahmen zu. Das ist total behindert. Irgendwann schlage ich ihn nochmal. Echt jetzt, ey. Das ist ja mal... Ah! Das ist mega behindert. Mega behindert, ey. Einzigartige Gebäude. Wie viel kostet der ganze Schmarrn hier? Stadion und Theaterwunder. Würde ich sagen, Stadion oder Theaterwunder hier. Und dann das andere davon hier. Ja, passt sehr gut. Dürfte ganz gut passen. Aber wir hauen jetzt erstmal die Steuern überall auf 13%. Erstmal nur auf 13%. So. Bestimmt beschweren die sich hier gleich alle. Was haben die denn für Probleme? Nicht genügend Rohstoffe. Ja, das ist doof. Das ist doof. Ach Mensch. Komm, noch 25.000. 25.000 nur noch. Wenn wir das gebaut haben, haben wir die Steuern komplett hoch. Dam, dam, dam. Ach ja. Ah, nur noch 14.000. Also 10.000 circa. Brauchen wir noch. Ah, Mensch, ey. Meine Handgelenke und meine Finger tun übel weh letzter Zeit, ey. Das ist mega nervig. Da bringt das, also das Knacken hilft da richtig gut, ey. Da soll mal einer sagen, Knacken ist schädlich. Okay, es ist wahrscheinlich schädlich, aber... Ist dann auch ziemlich befreiend, sag ich mal. Kommt. Gleich haben wir's. Ja. Okay, und jetzt. Steuern komplett hoch. Die werden sich alle über die Steuern beschweren. Ja, die hier zum Beispiel fangen schon an. Wohngebiet und so. Aber hier ist vergleichsweise echt wenig eigentlich. An Beschwernissen. So, dass die Steuern zu hoch sind. Aber Alter, machen wir viel Umsatz.
Alter Vater. Okay, wir kriegen einen Haufen Geld. WTF. Eigentlich beschweren sich echt nur die hier, ne? Bei denen könnte ich eigentlich fast noch die Steuern so lassen. Ist ja GG, ey. So, was wollte ich bauen? Nein, ich wollte Stadion bauen. Hauen wir das Stadion mal hier hin. Wenn wir die, ja, wir haben die 200.000. Das Gebäude muss neben einer Straße platziert werden. Ja, ist doch. So. Und jetzt noch das Theater der Wunder. Das hauen wir, wollen wir das da oben? Das heißt, das hauen wir hier hin. Ja, mach mal hier. Kostet ja nur 175.000 und wir machen ja auch nur 251.000 Umsatz im Monat, in der Woche. Und wir machen Minus Menschen. Minus Menschen, das klingt auch geil. Klar finden die Steuern um einiges zu hoch, ne, aber... Warte mal. Machen wir jetzt mal, jetzt ziehen wir es mal runter auf 23%. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt an die 29 gewöhnt haben, wodurch jetzt die 23% zum Beispiel total super für die sind. Keine Ahnung. Wäre natürlich mega geil. Okay, nein, die finden die Steuern immer noch um... Alter, das sieht so geil aus. Alter. Okay, komm. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir null Einwohner haben. So, das Darlehen können wir dann auch gleich abbezahlen. Machen wir dann auch schön. Dann sind wir schuldenfrei. Dann können wir unser Geld ausgeben, wie wir lustig sind. Komm, ja. Nice. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, schön. Ziehen hier eigentlich trotzdem noch Leute ein? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier ziehen dann sowieso keine Leute mehr ein. Was ist denn mit denen hier? Kriminalitätsrate zu hoch. Ihr habt doch Polizei hier. Die hat sogar mittlerweile Strom. Ihr habt sogar eine Polizei genau nebenan. Was ist denn mit euch? Ha. Okay, was können wir denn noch machen, um irgendwas, weiß nicht, irgendwas zu bauen oder so? Irgendwas zu versauen. Wir müssen noch einen Flughafen bauen, ne? Rein theoretisch. Kostet nur 150.000. Alter! Wir haben... Alter! Ich meine, die Einwohner sind ja alle noch da, ne? Irgendwie. Eigentlich. Es gibt hier wenig verlassene Häuser. So. Muss ich jetzt mal sagen. Aber na gut. Okay. Kann man eigentlich, wenn man das nimmt, alles irgendwie löschen? Nee, kann man nicht. Schade. Weil einzeln will ich das auch nicht löschen. Das ist echt ätzend. Echt, echt ätzend. Wow. Nachher Stadtrichtlinie wollte ich auch nochmal irgendwie... Stromsparen ist wichtiger und der beste Weg dazu ist, in Gebäuden Stromzähler zu installieren. Ach lol! Oh mein Gott, warum haben wir das nie irgendwie aktiviert? Nämlich Steuerentlastung ist kacke. Geht weg mit Steuerentlastung, ey. Steuererhöhung überall. Stadtplanung.
Okay, jetzt ist die Stadt ruiniert. Immerhin haben wir noch 8000 Einwohner. Wir machen jetzt halt auch kein Geld mehr. Wir machen einfach echt kein Geld mehr. Dadurch, dass wir halt keine Einwohner haben, die uns Geld bringen. Oh Mann, herrlich. Schön. Das ist super. Ich finde sowas geil, ey. Die Stadt nochmal, oder alles, was man die ganze Zeit aufgebaut hat, nochmal komplett zu zerstören. Oh, ist das cool. Ist das herrlich. Guckt euch das einfach an. Moment, Moment. Moment. So. Guckt euch das einfach an. Das ist das perfekte Thumbnail. Einfach, es ist einfach das perfekte Thumbnail. Die Zerstörung der Stadt. Nein! Meine Stadt wird ruiniert. Das will ich so. Ich will das so. Wir haben keinen neuen Stadtnamen gehabt. Ruiniert! Nee, warte mal. Zerstörung! Yeah, Mann. Ihnen geht das Geld aus. Ich weiß. Yo. Bevölkerung 2600. Zerbrochene Stromnetze. Was? Wo? Wie kommt das denn? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Alter, wie alles verlassen ist. Das ist so geil. Ist das cool. Ohne Witz. Was sind die denn hier alle für Gemischtwaren? Achso. Es ist einfach die ganze Reihe komplett mit dem gleichen Gebäude fast zugeballert. Das sieht cool aus. Das sieht witzig aus. So, haben wir eigentlich noch irgendwas noch nicht hochgestellt? Wen soll ich anrufen, wenn niemand kommt, um die Tora zu holen? Suche nach Wohnungen. Okay. Schauen Sie mal, ein neues Grundstück steht zur Verfügung. Wow. Brauche ich gerade unbedingt. Zerstörung. Hat bald keine Einwohner mehr und wir haben 373.000 minus. GG, Alter. Dass hier einfach immer noch Leute wohnen. Und ein Gewerbe haben, meine ich jetzt. Guck mal, der findet die Steuer nur ein bisschen zu hoch. Nur ein bisschen. Okay, warum findet er sie nur ein bisschen? Der hier auch, nur ein bisschen. Hä? Also an sich sind die zufrieden. Alles klar. Steuern sind nur ein bisschen zu hoch. Hier ist, glaube ich, auch schon wieder alles verlassen. Also hier gibt es gar nichts mehr. Ja, nicht genug Strom, okay. Ich glaube, so ein Gebäude kann auch gar nicht verlassen werden. Verlassenes Gebäude. Haben Sie gemerkt, dass es in der Stadt ein verlassenes Gebäude gibt? Ach, eins? Echt? Ich zähle ein paar mehr. So ein paar mehr. Oder? Was mit ihr? Notverkauf. Die Stadt steht am Rand. Ich lese es jetzt einfach mal. Ich habe das eben nicht gelesen. Ich dachte mir so, nö. Am Rande ist bekrotzt. Sie müssen Dienstleistungen stilllegen, um Geld zu sparen, oder? Aber Einnahmen durch Steuererhöhung erzielen. Sie können auch Darlehen aufnehmen, sofern welche zur Verfügung stehen. Notverkaufsoption. Wenn die oben stehenden Maßnahmen nicht ausreichen, können Sie Ihre Stadt mit Hilfe eines Notverkaufs retten. Wenn ich weitere Errungenschaften. Ja, was für was mit den Errungenschaften? Nö, ich will nicht. Ich will meine Stadt nicht notverkaufen. Komm, ich brauche 0 Einwohner. 0. Ja, wir machen jetzt nicht mehr so viel Minus, ne? Sind zwar auch nicht mehr so viele da, aber wir machen auch nicht mehr so schnelles Minus. Was ist mit ihm hier denn? Hüpfburgpark, ein Verstorbener muss transportiert werden im Hüpfburgpark? Was? Wie kannst du denn im Hüpfburgpark sterben? Die Kinder werden noch nie wieder hier raufgehen. Oh, guck mal, das sind sogar die Menschen.
Willow Evans. Senior aus armen Verhältnissen. Oh. Erwachsener aus reichen Verhältnissen und Tourist. Cool. Schlechte Gesundheit. Ja, ach, wie kommt das? Holly Peters. Senior aus mittleren Verhältnissen. Warum sind denn hier die Erwachsenen und die Senioren in einem Hüpfburgpark? Wo sind die Kinder? Was? Denkt an die Kinder. Da. Was ist denn mit euch, ey? Bildung benötigt. Nein, kein Einspruch Bildung. Jetzt nicht mehr. Ach ja. Ich will einfach lieber mehr in die Stadt fahren. Doch der! Oh mein Gott, da fährt einer in die Stadt! Oh, wo ist er hin? Er ist weg. Okay, es war einer in der Stadt. Mann, mein Ohr juckt. So. Okay, gut. Aber ich würde sagen, Leute, war doch ein Erfolg, die Stadt zu zerstören. Gut, dass ich noch einen Speicherstand habe. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. City Skylines ist vorbei. Mir hat Spaß gemacht zu spielen, aber ich bin einfach, weiß nicht, bin nicht mehr gehypt. Ich brauche nicht mehr weiterspielen. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Also eine große Stadt aufzubauen und die dann am Ende niederzumetzeln. Und gut. Wir haben 1 Million Dollar Schulden. Alter. Okay, GG. Wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut da rein.